Servus, Freunde, ich begrüße euch ganz recht herzlich. Ich habe sau Energie heute. Es ist wieder mal ein super Tag. Das Video entsteht genau nachdem ich das alte gerade aufgenommen habe, das von Sonntag, glaube ich. Was haben wir heute? Heute ist Freitag. Das heißt, das von Sonntag habe ich gerade fertig aufgenommen. Jetzt kommt das für Mittwoch für euch. Heute sprechen wir über das Thema Frühstück und wieso du vielleicht nicht frühstückst und was du tun kannst. Also, herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Mein Name ist Philipp Baum und wir beschäftigen uns seit Jahren auf diesem Kanal mit dem Thema Zunehmen. Unterhalb verlinkt sind Facebook-Gruppe, unterhalb ist auch mein Instagram verlinkt und die Beratung ist verlinkt, kostenlose Beratung ist, kannst du ja unten ersten Link mal draufklicken. Unterhalb ist auch verlinkt, das kostenlose Workbook, da zahlst du nur die Versandkostenpauschale, glaube ich 4 Euro oder was. Dann schicke ich es dir mal zu, kannst du mal ein bisschen durchblättern und gucken, ob das was für dich ist. Heute sprechen wir über einen meiner besten Tipps, die alle meine Coaching-Klienten, ich glaube, die nennt man so, Coaching-Klienten, weiß ich nicht. Alle Leute, mit denen ich zusammenarbeite, und das sind immer 10 im Monat, das mache ich jetzt seit ein paar Jahren, das funktioniert super. Die Erfolgsquote liegt bei 100% oder so, also das funktioniert bei jedem. Ist das der Nummer 1 Tipp? Ich glaube, auf jeden Fall einer der besten Tipps, die ich grundsätzlich mitgeben kann. Übers Thema Frühstücken, früh zu starten und vor allem süß zu starten, das sind zwei essentielle Punkte. Viele sagen, oder oftmals, wenn wir die Ernährung analysieren, ne, also ihr müsst am Anfang die Ernährung so ein bisschen mir aufschlüsseln, sodass ich euch sagen kann, was denn gut läuft, was denn schlecht läuft und was wir verbessern können, fällt sehr, sehr oft auf. Und das ist, glaube ich, auch so ein bisschen eine Volkskrankheit, kann man sagen. So ein Volksding, ich glaube, das macht fast jeder. Morgens wird kaum gefrühstückt. Die meisten von uns, die stehen morgens früh auf. Irgendwann zwischen, ich will hier keinen ausgrenzen, zwischen 5 und 7, 8 Uhr stehen die meisten Leute auf, denke ich. Und dann wird sich schnell angezogen, vielleicht noch die Dusche oder vielleicht auch nicht geduscht, sondern am Vorabend geduscht und nur schnell durch die Haare ein bisschen rasieren oder vielleicht auch schminken bei den Frauen. Und ab zur Arbeit. Und dann kommt die Mittags- und Frühstückspause oder beziehungsweise erst die Frühstücks-, dann die Mittagspause. Die Frühstückspause erst so um 10 oder sowas in die Richtung. Ich glaube, als ich meine Ausbildung noch gemacht habe, müssten es so zwischen 9 und 10 gewesen sein. Und die meisten Leute essen bis dahin nichts. Und da, meine Freunde, können wir natürlich super easy ein bisschen Energie unterbringen, die dir dabei helfen wird, schneller zuzunehmen, gesünder zuzunehmen, aber auch viel, viel einfacher zuzunehmen. Denn jetzt kommt der Punkt, wenn du früh anfängst mit dem Essen, hast du natürlich einfach ein größeres Zeitfenster, um die Kalorien und die Energie und die Ernährung reinzubekommen. Ich weiß auch nicht, warum ich die ganze Zeit mit spiele. Dazu kommt der Punkt, dass wir, wenn wir süß starten, dass wir die Ernährung, die dein Körper, um das, ich möchte es einfach quasi grob umschreiben, man könnte es dann noch viel, viel detaillierter beschreiben mit Insulin, Peak, hoch und runter und Zuckerspiegel und weiß ich nicht was. Das ist aber relativ uninteressant. Wichtig ist natürlich, dass es funktioniert. Wenn du da mehr erfahren willst, dann lass uns einfach telefonieren, unterhalb verlinkt erster Link, dann kann ich das Ganze auch nochmal erklären. Wichtig ist, dass wenn wir früh starten mit etwas Süßem, das muss nicht unbedingt ein Nutella-Brot sein, das ist sogar relativ ungerne, lieber ist da mir eine Banane, ein Apfel, irgendwie Mango oder vielleicht sogar ein Saft. Denn die meisten Leute können einfach morgens nichts essen, ist nicht schlimm. Dann sage ich grundsätzlich, hey, mach dir doch irgendwie so eine Maracuja-Schorle oder mach dir irgendwie einen Saft oder mach dir einen Apfelsaft, Orangensaft, weiß ich was. Du hast also schnell einen einfachen, kurzkettigen Zucker, das sagt man so, also kurzkettige Kohlenhydrate, kurzkettig, einfacher Zucker, der schnell in dein Blut geht, der deine Ernährung und deine Verdauung schnell anregt und dich erstmal fit und wach macht, ziemlich schnell, also einfach quasi dich hochfährt. Und der positive Vorteil und der positive Punkt, Nebeneffekt, der dann noch dabei ist, ist halt einfach, dass du relativ flott wieder Hunger bekommst, weil durch den Zucker kriegst du quasi, also hast du einen hohen Blutzuckerspiegel, der wird dann reguliert oder, ja, wie soll man sagen, dein Körper steuert das Ganze ja mit Insulin, ne? Da wird halt was ausgeschüttet und dadurch wird dann quasi Blutzucker im Rahmen gehalten. Dadurch bekommst du in den meisten Fällen, wenn das ein einfacher, schneller Zucker war, wieder schneller Hunger, schneller Appetit, was natürlich mega, mega gut ist, wenn du zunehmen willst. So, das war also der Punkt und der Tipp, den ich dir jetzt mitgeben wollte über das Thema Frühstück. Ihr siehst, ich habe mir keine Notizen gemacht, sonst hätte das vielleicht ein bisschen mehr Sinn gar nicht gehabt und ich hätte nicht so viel drumherum gequatscht. Folgt mir gerne auf Instagram, da kommen jetzt bald noch ein paar Shake-Rezepte und so weiter. Die poste ich jetzt ab und zu mal, guck da gerne mal vorbei. Und ja, wenn du sagst, Philipp, ich brauche jemanden, der mir sagt, woran es bei mir liegt, dass ich nicht zunehme und der einfach für mich da ist, der mir in den Hintern tritt, mir die Ernährung mitgibt, dann guck gerne unterhalb mal auf dem ersten Link vorbei und dann telefonieren wir zusammen. Du suchst den Termin raus, das ist für dich kostenlos. Das heißt, wir können deine ersten Fragen klären und gucken mal, ob wir persönlich zusammenpassen
Und dann werden wir bis zum Ende des Jahres oder auch vielleicht bis zum nächsten Sommer, so wie dein Ziel halt irgendwo gesteckt ist, dein Traumgewicht erreichen, sodass du dich wohlfühlst, dass du Klamotten tragen kannst, die du willst, die Leute dich nicht komisch angucken. Also jeder hat ja seine eigenen Gründe, ne? Guck mal, dass wir das Ganze lösen. Ich würde mich freuen, wenn ich von dir höre. Gerne den Kanal abonnieren. Du kannst gerne dem Video einen Daumen nach oben geben. Da würde ich mich sehr drüber freuen. Und ansonsten würde ich sagen, wir sehen uns, wir hören uns im Telefonat. Bis dahin, liebe Grüße, dein Philipp. Mach's gut. Ciao. Deep down, I know I'm a fighter. Deep down, I know my desires. Everybody thinks that I'm just a liar. They don't know what I got inside ya. I'm the one to fight fire with fire. I'm the type who never lets me get tired. Mess with me and they never will find ya. Yeah. People tell me I won't get it. They don't know me cause I'm cold winning. Always in the ninth, I'm closing ends. Always in my mind, don't know.